Konnichiwa, ihr Gamerinnen und Gamer da draußen. Wir zocken Trials of Mana, aka Seiken Densetsu 3. Oder Seiken Densetsu Ni. Das damals, Mitte der 90er, ich glaube 1995 herum war das, erschienen ist. Ich hatte es, glaube ich, früher gespielt, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Es stammt auf jeden Fall aus der Mana-Reihe, zum Beispiel eines der bekanntesten Secret of Mana, das ich früher sehr, sehr gefeiert habe und geliebt habe. Und wurde jetzt hier komplett wieder neu aufgerollt, in 3D und überarbeitet. Wird am 24. April erscheinen und wir zocken jetzt die Demo, die ihr auch im Steam Store direkt euch beziehen könnt. Und wir legen direkt los und starten das Spiel. Stimmensprachausgabe ist Japanisch. Könnt ihr auch auf Englisch stellen, aber bitte. Ich bin gespannt, was Square Enix da gezaubert hat. So, Charakter wählen. Durant ist ein stolzer junger Soldat aus Valsena, dem Königreich der Ebenen. Obwohl er einen hitzköpfigen, kampflustigen Eindruck erweckt, findet sein Können mit dem Schwert im ganzen Reich Anerkennung. Durant liebt seine Heimat voller Inbrunst und hat großen Respekt vor dem Heldenkönig, einem guten Freund seines verstorbenen Vaters. So, was hat er denn? Waffe, Schwerter, hohe Angriffskraft, Verteidigung mit Schild, Heimat, Valsena. Angela. Angela ist die einzige Tochter der wahren Königin von Altenia, dem verschneiten Königreich der Magier. Da ihre Mutter in ihrer Kindheit kaum Zeit mit ihr verbracht hat, neigt die Prinzessin zu trotzigem Auftreten, trägt knallbunte Kleidung und spielt den Leuten in der Burg Streiche, um Aufmerksamkeit zu halten. Trotzdem liebt sie ihre Mutter über alles. Angela hat es nie geschafft, das Wirken von Zaubern zu erlernen, ein Problem, das sie bis zum heutigen Tage plagt. Ja, man merkt, der Text, der springt hier manchmal dann einfach hoch, runter, also das Runterscrollen ist klar. So, Waffe, Zauberstäbe, Distanzmagie, Massenzauber. Kevin ist der Thronerbe von Ferolia. Sein Vater herrscht als König über die Bestienmänner. Seine verschwundene Mutter war jedoch ein Mensch. Kevins Vater hat ihn zu einer wahren Kampfmaschine erzogen, was sich mangelnder sozialer Kompetenz äußert. Da er es nicht gewohnt ist, sich mit Menschen zu unterhalten, ist er mitunter schwierig zu verstehen. Das Eis um das Herz des Jungen begann erst zu schmelzen, nachdem er sich mit dem Wolfswelpen Karl angefreundet hat. Ja, ist halt cool, wenn er einen Wolf hat. Aber, gucken wir mal. Charlotte ist die Enkelin des Priesters des Lichts und wirkt infolge des Elfenbluts in ihren Adern wesentlich jünger, als sie eigentlich ist. Wahrscheinlich ist dies der Grund dafür, dass sie von der Person im Tempel, die für ihre Erziehung zuständig waren, stets verhätschelt wurde. Charlottes fröhliche und offene Art hat durchaus positive Aspekte, kann sich jedoch manchmal auch als Nachteil erweisen. So, Pflegel, Heil- und Unterstützungszauber. Heimat Wendel. Adlerauge. Adlerauge stammt aus der Wüstenfestung Neval, in der eine Gilde der Edeldiebe beheimatet ist. Der Waisenjunge wurde von deren Anführer Flammenkahn gemeinsam mit Falk und Jessica, dessen leiblichen Kindern, großgezogen. Da er lässig und charmant wirkt, ist es manchmal schwierig zu erkennen, wann er etwas ernst meint. Seinen Freunden gegenüber ist er allerdings bedingungslos loyal. Nichts entgeht seinem geschärften Sinn und seinem wachen Verstand. Dolche, flinker Kämpfer, findet häufig Gegenstände, wird wahrscheinlich mein Hauptcharakter. Resi. Resi ist die Prinzessin des gebirgigen Königreichs Laurentien und Kommandantin der berühmten Amazonenwache. Sie besitzt einen eisernen Willen und ist ziemlich bodenständig. Obwohl manche sie als stur bezeichnen würden, ist Resi stets zur Stelle, um denjenigen Unterstützung zu gewähren, die sie brauchen. Als Kind hat sie ihre Mutter verloren und seitdem bei der Erziehung ihres kleinen Bruders Elliot mitgeholfen. Am wichtigsten für sie sind ihr Vater, ihr Bruder und das Königreich. Okay, Lanzenferngriff und Schlüsselmagien Herbeirufungen. Support. So, wir nehmen Adlerauge. Dann würde ich sagen, nehmen wir auf jeden Fall Durant und auf jeden Fall oder ich nehme Resi und oh Gott, Resi nehme ich auf jeden Fall. So, Durant. Angela. So, wenn Resi kann heilen, das reicht mir eigentlich. Dann nehmen wir noch Angela. Fertig. So. Gefährlich haben zwar niemanden, der quasi tankt, aber was soll's. Silberne und goldene Mana-Statuen. Interagiere mit den silbernen Mana-Statuen, um dein Spiel zu speichern.
Goldene Mana-Statuen ermöglichen es dir nicht nur den Spielstand zu sichern, sondern stellen auch deine TP und MP wieder her. Angeblich steht irgendwo auch noch eine ganz besondere Mana-Statue. Okay. よし、俺が行くぜ。 Stiehl den Schatz. Das Geld gehört mir, nur mir. ドロボー、牛の羽。悪戦身につかずってね。あんた随分と悪どい儲け方してたそうじゃないか。でも安心しな。これで金を巻き上げられる人たちの苦しみがちっとは身に染みただろ。これからはあんまり悪どい商売はするんじゃないぜ。 Die Behaarung. Mache ich auch nach Feierabend. Der Soundtrack ist bisher wunderbar. Ist ja überarbeitet. いつまでもこんな辺境な荒れた土地でくすぶっている場合ではない。世界規模でのマナの変動の影響で我々の生命線であるオアシスの湧き水が枯れ始めている。砂漠を捨て新天地にナバール王国を築くのだ。まず北の山岳地帯風の王国ローランドを占領する。これから作戦会議を開く。お前たちは休んでいろ。 Interessante Entwicklung. Hokai! 戻っていたのね。どうしたの? Flame Khan様は一体どうなされたのだろう。
前のフレイムカーン様は盗賊であることを誇りにしていた。それなのにこんなに簡単に盗賊団をやめるだなんて。それにあのイザベラは命の恩人というだけで自分の右腕として盗賊団の実権を握らせている。一体どうしちまったんだ。パパはきっとみんなのことを考えてそう決めたのだと思うの。井戸の水が枯れてしまったらここで生きていくことは難しい。だからあれだけ嫌っていたはずの王様になるってか。フレイムカーンの名が泣くぜ。俺たちは貧しい民から平気で金を巻き上げるような王政を許さなかったはずだ。パパのことを悪く言うのはやめて。おいおい、まさかジェシカまでお姫様に憧れちゃってるんじゃないだろうな。Dramatisch. So. Wow. Das steuert sich gut. Und da will ich niemanden beleidigen oder zu nahe treten. Aber mir hat zum Beispiel ganzen Taserai, Zestiria, Vesperia, Berseria zum Beispiel als Vergleich. Der Kampf lief mir nie so wirklich rein. Außer bei Berseria, da fand ich es eigentlich noch ganz gut. So dieses Indirekte. Hier ist, steuert sich richtig gut. Bin gespannt, wie es im Kampf aussieht. So, Ringmenü. Gegenstandsmenü. So, 12 verschiedene Gegenstände, das ist schon mal ein Haufen. 9 Exemplare eines jeden Gegenstands für die Verwendung im Kampf, okay. Aktuell haben wir eh nichts. Was haben wir noch? Giftdolch. Verhindert Zweihandmesser, Angriff zerschneidet die Gegner. Und Outfit. Wir brauchen weniger eigentlich, das ist zu toll, weil das sieht man eigentlich besser, finde ich, direkt auf dem Bildschirm, was Phase ist. Abwenden, Abfangen, Ausdauer. Okay. Ja, wunderbar. Ich liebe solche taktischen Einstellungsmöglichkeiten. Und Abenteuer-Tagebuch. Ja, wunderbar. Immer schön, wenn man direkt das wirklich nochmal schön nachvollziehen kann, was es im Tutorial eben bisher gab. Schön aufgeräumt. Und wir können sogar drehen. Plus Wertanzeige. So, gibt's eine Karte? Ja. Umbra-Zeit, Mana-Tag. Machen wir die Weltkarte. Was hast du zu Jessica gesagt? Sie sah aus, als würde sie weinen. Ich wusste gar nicht, dass du so gemein sein kannst, Adlerauge. Seltsam. Es hat vorher noch nie Probleme mit dem Brunnen der Oase gegeben. Isabella meinte, die Verlagerung der Mana-Energie sei schuld. Bonbon. Interessant, ob es pausiert. Ja.
Und das Beste ausweichen oder springen, um zu testen, ob irgendwas pausiert wird. Und hier unten Aktionen. Ah, okay. Ich kann das Ringmenü aufrufen und kann dann nochmal LB oder RB aufrufen. Beziehungsweise RB ist was noch was anderes. Aber ich kann LB auf jeden Fall aufrufen. Na doch, LB und RB. Und kann die zuweilen. Sehr schön. Wobei ich würde die Skills tatsächlich sogar auf RB und X drauflegen. Aber gut. Hey, wir könnten ein ruhiges Pösschen im Hof des Königreichs Nevada gattern. Ein ruhiges Pösschen? Dann könnten wir es uns bis an unser Lebensende bequem machen. Diese Amazonenwachen sind dem valianischen Agenten nicht gewachsen, oder? Hast du etwas Gemeines zu Jessica gesagt? Hoffentlich nicht. Ja, ist gut. Ah, Mana-Statue. Ja. Seine Majestät ist in einer Lagesprechung mit Herrin Isabella. Sie erörtern in seinen Gemächern gerade Pläne für Laurentien. Sprich, du kommst nicht rein. Na, da bin ich noch nicht raus. Nimmst du mich irgendwann mal mit auf einen Raubzug? Alle sagen, du wärst der Beste. Ja, da könnten sie recht haben. So. So, ich habe mal die Kamerageschwindigkeit ein bisschen erhöht. Na, bah. Du lässt dich hier draußen nicht allzu oft blicken, Adelauge. Was führt dich her? Nix, ich wollte checken, ob du dich wiederholst. Da möchte ich gerne rein. Ich würde sagen, wir gehen mal nach draußen. Ich würde gerne kämpfen. Oh nein, ich bin nicht fürs Kämpfen geschaffen. Du Krieger, lass mir die Schnurhaare zu Berge stehen. Bruder, was sollen wir jetzt tun? Das war's. Deswegen sollte ich hier... Oh, sieht so aus. Bisschen schon vorbeigerannt. Schokolade.
500 TP, 200 TP. Das ist schön. König Flammenkahn war in letzter Zeit nicht mehr er selbst. Ich schätze, er hat sich Sorgen wegen der Gründung seiner Nation gemacht. Jetzt ergibt alles seinen Sinn. Hast du in letzter Zeit was Nettes gefunden? Oh, ich schätze, jetzt wirst du nicht mehr auf irgendwelche Raubzüge gehen. Ja, mal schade. Komm ich mal. Adlerauge, Falk wollte mit dir reden. Hawkeye, Roland und Shinkou no Ken, omae mo kiita daro. Saikin, dou mo oyaji no yousu ga hen da to omowanai ka? Daro? やっぱ俺たちはガキの頃から兄弟のように一緒に育ってきただけに考えることも同じだな。様子がおかしくなったのは先月親父が砂漠で行方不明になっただろう。あの時にイザベラと出会って助けられ一緒に戻ってきてからのような気がする。俺はどうもあのイザベラが怪しいと思っている。もう我慢でき今日こそあいつの化けの皮を剥がしてやる。Ob das gut ausgeht。一人で先走りやがって。嫌な予感がする。イーグルを追いかけよう。見ろ、俺は向こう側に回り込む。Wie kann er bestimmt zaubern? わかった。王子様に報告を。そこまでだ。Dracula ist auch zu Besuch。とうとう尻尾をつかんだぜ。そいつは一体何者なんだ。親父に何をした。邪魔が入ったようだ。あとは任せるぞ。坊やたち、世の中には知らない方がいいことだってたくさんあるのよ。秘密を知られてしまった以上、フレイムカーンのように忘れてもらうしかないわね。親父を元に戻せ。お前なんか追い出してやる。バカな子だね。苦しい。イーグル、どうしたんだ。ホークアイ、早く。ホークアイを倒せ。ホークアイを殺せ。イーグル、しっかりしろ。やめるんだ。もう聞こえやしないよ。さあどうする。やらないとやられちゃうよ。Oh, jetzt müssen wir kämpfen.
Na wunderbar, mit R3 kann man anvisieren. Ja, das ist die richtige Taste, doch. Wunderbar umgesetzt, Kampfsystem. Steuert sich gut. おとなしくしてるのよ、坊や。本当のことを話すと、ジェシカの命はないよ。貴様、ジェシカに何をした？ちょっとした呪いのアイテムをプレゼントしただけよ。あんたさえおとなしくしてれば何も起こらないわ。 Wie mies. So, das ist. So, Darika, Darika, ist nicht noch da? Shishiko. Ich bin nicht der Meinung, dass ich nicht der Meinung bin.
ささ、こんなところに長居は無用。とっととずらかりましょう。このアニャから表に出られますよ。おのれイザベラ。だが今、ナバールから脱出しなければ。Wunderbar. Jo, da haben wir uns erstmal den ersten Eindruck geholt aus der Trials of Mana Demo, die ihr auch spielen könnt. Geht einfach auf Steam und zieht sie euch da. Den Link findet ihr unten in der Beschreibung. Wunderbar, macht auf mich einen sehr, sehr guten Eindruck. Kampfsystem macht mir Spaß. Wunderschönen Soundtrack. Optisch ist es wunderbar. Aufgeräumte UI. Ich denke, wir können uns freuen. Am 24. April diesen Jahres ist es dann endlich soweit. Und damit das Spiel auch released. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.